Meine These, mein Punkt ist, dass eine Mimose wie Arjen Robben so gut sein kann, wie sie sein möchte. Es bringt aber nichts, wenn eine Mimose dann das Kollektiv zerstört. Es gibt keine Feuerwehrmänner auf den Trainersesseln. Das mag richtig sein, aber im Geschäftsführerposten sieht das allerdings anders. Und Wolfgang Hotze. Hotze, Hotze, Hotze. Hotze, 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 Hotze. Ich halte die Saison vom VfL Wolfsburg auch in Anbetracht der zahlreichen Transfers, die der Wheeler-Dealer ja am Wintermarkt ja noch getätigt hat, für absolut vergurkt. Transfer von Tim Wiese zur 18,99 Euro Hoffenheim, meines Erachtens genau der Moment der Saison ist, weil es alles zeigt, was die Bundesliga eigentlich falsch macht. Aus der Hauptstadt, der Footy-Club, heute mit Florian Haupt, Kai Schächtele, Martin Henkel, Moderation Joe Hunter Schmeichel. Last time for this season, ladies and gentlemen, it's talk time! Ja, meine Damen und Herren, ich wollte eigentlich sagen, liebe Freunde, geht es Ihnen auch so? Da haben Sie ja eine ganze Saison lang Fußball gesehen und Sie wissen damit überhaupt nichts anzufangen? Das muss nicht sein. Wir haben die tollste Show aller Zeiten aufgestellt. Es ist Florian Haupt da, es ist Martin Henkel da, es ist Kai Schächtele da. Applaus, die Herren, Applaus! Zum Ende der Saison, meine Damen und Herren, machen wir nur die allertollsten Geschichten, die größten Geschichten, die diese Saison geschrieben hat. Wir reden nicht über die EM, wir reden auch sonst über nichts. Wir reden einfach nur über die Fußball-Bundesliga und Kai Schächtele hat ein Symbol dabei. Ich sehe blaue Pfeilchen. Kai Schächtele, wie kann denn das sein? Was ist denn das für eine Wahnsinn-Story, die dahinter steckt? Vielleicht sollte ich mal kurz erklären. Darf ich damit assistieren als Assistent des Star-Moderators, was wir uns dabei gedacht haben? Wir haben uns irgendwie gedacht, zum Saisonabschluss bringt jeder von uns einen Gegenstand mit, der für uns den Moment dieser Rückrunde und der gesamten Bundesliga-Saison symbolisiert. Und Sie haben sehr richtig gesagt, wenn ich dem Wortschwall richtig folgen konnte. Das ist nicht direkt ein Veilchen, aber es ist das, was ich als Veilchen noch bekommen habe heute, weil, wie ich gelernt habe, Veilchen ist ein Wintergemüse. Aber das hier ist ein Veilchen, nachdem wie wir Blumen kennen. Und für mich steht das für den Moment dieser Saison, nämlich als Franck Ribéry dem bedauernswerten Arjen Robben ordentlich eine gesemmelt hat. Und für mich war das der Moment, wo endgültig die Ära der Diven besiegelt war. Was sage ich? Der Diven der Mimöschen. Es gibt für mich keine größere Mimose im deutschen Fußballmoment als Arjen Robben. Sie haben die ganze, also insofern auch passend, dass Sie damit jetzt die Saison beschließen, weil Sie haben ja bei jeder Gelegenheit gestichelt gegen diesen hervorragenden Fußballspieler. Ich habe nicht nur gestichelt, sondern ich habe argumentiert, warum ich glaube, dass er so ein hervorragender Fußballer sein mag, wie er nur sein kann, wenn er das Kollektiv zerstört. Und Arjen Robben war auf dem besten Weg, das Kollektiv zu zerstören, dann bringt ihm seine große Fußballkunst gar nichts. Und noch ein Argument, ich habe nach unserem Talk habe ich die Kritik von vielen gehört, dass man ihm genau mit der Kritik seine Individualität, seinen Spielstil und die großen Momente raubt, die dem Bayern helfen, um in die Champions League ganz, ganz weit zu kommen und am Ende sogar zu gewinnen, wissen wir noch nicht genau. Und ich sage, ein Scheißdreck ist das so. Ja, aber ich finde es erstmal interessant, wie Sie hier Täter und Opfer irgendwie Perspektive durcheinander bringen, weil Franck Ribéry ist, glaube ich, derjenige, der ihm ein blaues Auge gehauen hat. Aber und nicht nur Sie, sondern auch in der allgemeinen Öffentlichkeit wird das immer so dargestellt, als wäre der Robben jetzt irgendwie wieder der Böse. Ich meine, der ist jetzt erstmal hier Opfer einer Aggression. Ja, Sie müssen aber auch mal beobachten, was danach passiert ist. In der Mannschaft gab es doch keinen einzigen, nach meiner Wahrnehmung, der Arjen Robben unterstützt hätte, der für ihn Partei ergriffen hätte in der Öffentlichkeit und gesagt hätte, Moment mal, da hat Franck auch übertrieben. Es gab keinen einzigen. Das heißt doch, stillschweigend haben die alle sich gedacht, der hat's verdient. Es kann aber auch sein, dass keiner gefragt wurde, ne? Ja, außer bei den Bayern. Da ist ja nie ein Pressevertreter am Spielfeld. Nein, Moment mal, was in der Kabine passiert, bleibt in der Kabine und darüber redet deswegen auch keiner der Spieler. Also naja, was wäre ein Moment gewesen, wo man als Spieler hätte sagen können, Moment mal, da ergreife ich Partei für meinen Freund Arjen und sage in der Öffentlichkeit, dass es so nicht geht. Na klar, gibt einen super Eindruck. Wir erinnern uns an das Champions League Halbfinal-Rückspiel in Madrid. Es steht 2-0, das Wasser steht bis zur Oberlippe, die sind eigentlich ausgeschieden und dann tritt Arjen Robben
Er hat die Schuspe zum Elfmeter an und setzt ihn genau neben dem Pfosten. Das erkenne ich auch an. Und bringt die Bayern zurück ins Spiel. Und setzt sie genau halb hoch. Ja, also im Endeffekt hat er auf diese Art und Weise genau die Meisterschaft versemmelt hat. Ja, das richtig. Muss man sich auch erstmal trauen. Ja, den Arsch in der Hose brauchst du. Und es hat gezeigt, dass er eben nichts gelernt hat aus der Ohrfeige. Sondern er hat sich ja, also es gibt ja herrliche Aufnahmen, ne, wo er sich den Elfmeter, den Ball schnappt und zum Elfmeterpunkt geht. Man sieht so, dass den Gesichtsausdruck von Bastian Schweinsteiger, der ja ganz absolut sicherer Elfmeterschütze ist. Und alle haben nur gedacht, ach du dicke Sei, jetzt will er das Ding nur noch schießen. Ne? Und das hat er freiwillig gemacht und er hat gezeigt, ich bin ein Arschloch und ich kann das. Und ich finde, dass er, und er ist ja vor allen Dingen, er ist ja durch das Stahlbad durchgegangen und ist geläutert und hat nämlich jetzt... Ist er ja nicht. Er ist jetzt domestiziert und hat gesagt, der FC Bayern ist meine Familie und hier will ich bleiben. Ja, und nachdem er aber erstmal einen Vertrag verlängert. Nachdem er einen wochenlang ausverhandelten Vertrag, der war wochenlang ausverhandelt, das war alles klar, dann auf einmal sagt, ach nee, jetzt muss man über alles nachdenken, so wie das in Arjen Rommel, da sind Dinge passiert, da muss ich über alles nachdenken. Das ist so ein, der Vertrag ist bereits ausverhandelt, aber jetzt zeige ich nochmal, dass ich noch ein bisschen brauche. Das ist eine Diva, das ist eine Mose. Misstrauen gegenüber Individualität. Weil wir den gleichen Friseur haben wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Ich fühle mich allen Robben, deswegen sage ich besonders nah. Eine viel schönere Brille, das ist eine Premium-Brille, wie wir sie im Publikum zu kennen. In Havanna-Farbe, so heißt die Farbe meiner Brille. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, ob wir das so toll finden, wenn Arjen Robben bei der Fußball-Europameisterschaft gegen Manu Neuer dann nochmal zum Elfmeter antreten sollte. Wir haben zwei Spiele, wo wir genau herauslesen können, er kann es oder er kann es nicht. 50-50 gegen Dortmund im berühmten vorgezogenen Finale hat er... Ja, aber man ist nicht gekonnt und gegen Real Madrid hat das gekonnt. Ja, aber ich finde auch, dieses Spiel ist so ein bisschen einfach reduziert worden. Dann ist der Robben an die Wand genagelt worden. Man muss ja auch mal sehen, dass er sich durch diesen geschickten Einfädler diesen Elfmeter überhaupt erst erarbeitet hat. Sonst hätte es nämlich überhaupt keinen Elfmeter gegeben und den dann Arjen Robben verschießen konnte. Jetzt sind wir schon bei geschickten Einfädlern. Nein, aber das muss man ja mal fairerweise dazu sagen. Aber also, trotzdem... Wer hat den Elfer denn rausgeholt? Ja, aber meine These ist ja, Arjen Robbens Spielfähigkeit ist unbestritten. Ich habe die immer noch nie so richtig verstanden. Was ist jetzt eigentlich Ihr Punkt? Meine These... Mein Punkt ist, dass eine Mimose wie Arjen Robben so gut sein kann, wie sie sein möchte. Es bringt aber nichts, wenn eine Mimose dann das Kollektiv zerstört. Er war auf dem besten Weg. Wir erinnern uns alle an die Schambeinentzündung, die er hatte. Und es lief bei den Bayern. Er kam zurück und es lief auf einmal nicht mehr. Und er hat dann gestänkert. Ein Spieler wie ich sitzt nicht auf der Bank und so weiter. Das ist meine These. Meine These lautet, man kann noch so ein guter Fußballer sein, wenn man charakterlich nicht sattelfest ist, dann macht man eine Mannschaft kaputt. Wären Sie froh gewesen, wenn er gegangen wäre? Ich wäre Hätten nicht... Sie dann wieder Bundesliga geguckt? Ich gucke auch so gerne Fußball, ich gucke auch gerne den Robben, aber ich möchte, dass er sich verdammt nochmal wie ein Spieler einer Mannschaft verhält. Und Sie sind fest entschlossen, dass das sozusagen über Anwendung des Gewaltmonopols bei Franck Ribéry erledigt wird. So eine kleine, wie soll man sagen, Eskalation zum richtigen Zeitpunkt bewirkt ja offensichtlich Wunder. Ich meine, Sie sprechen davon, er sei domestiziert worden. Ich nicht. Okay, Sie sprechen davon. Na gut, aber Sie sind ja auch der Hauptstadtrocker. Genau. Also da ist der Prügelei ja immer an der richtigen Adresse. Ich ändere meine Meinung wie der Briefe. Ich fand seinen Auftritt gegen Dortmund höchst amüsant und unterhaltsam. Das ist gut für die Bundesliga. Ich fand seinen Auftritt gegen Real Madrid superb. Und dass er danach eine Kehrtwende gemacht hat, entspricht meinem Charakter. Alles bestens, Arjen Robben. Ich mag ihn und ich freue mich, dass er auch nächste Saison wieder die Töppen schnürt für den Vizemeister. Diese Geschichte, Kai Schächtele, die war besser als jede Heizdecke von mir. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe nur Premium-Heizdecken. Aber auch Florian Haupt brennt etwas unter den Nägeln bei unserem tollen Saisonabschluss. Footyclub mit den Premium-Geschichten. Tolle Geschichten. Ich sehe bei Ihnen kein Symbol. Haben Sie denn ein Symbol für uns? Ich habe eins mitgebracht, aber die Farbe hätte etwas verräterisch sein können. Also, eine Krawatte. Ein Schlips, möchte ich sagen. Ein Schlips. Es gibt Krawattenträger und Schlipsträger. Der Mann, um den es gehen soll, ist Schlipsträger. Mhm. Ich möchte erinnern an den März. Es war noch ein bisschen winterlich, manchmal wurde es auch schon schöner. Und der VfL Wolfsburg steckt in einer tiefen Krise. Er war sogar in den Abstiegsrängen verdächtig nah. Wir haben auch da schon drüber geredet. Dämmerung am Mount Margaret hatten wir schon ausgerufen. Und tatsächlich stand es arg um diesen Club bis... eine entscheidende Personalentscheidung getroffen wurde. Wir haben ja oft auch darüber geredet, dass Trainerwechsel nichts bringen. Es gibt keine Feuerwehrmänner auf den Trainersesseln. Das mag richtig sein, aber im Geschäftsführerposten sieht das allerdings anders aus. Denn der VfL Wolfsburg hat sich in dieser prekären Situation dazu entschlossen, den Felix Magath als Sprecher der Geschäftsführung zu entlassen und dafür Wolfgang Hotze zu installieren.
Und Wolfgang Hotze. Hotze. Also Wolfgang Hotze hat auf jeden Fall, es ist nicht bekannt, was er getan hat. Er muss genau die richtigen Worte gefunden haben, auch gerade zur Mannschaft, ob Einzelgespräche oder Motivationsbrandrede, vermag ich nicht zu sagen. Fakt ist, in den ersten drei Spielen unter Hotze hat der VfL Wolfsburg 3 Siege eingefahren und hat sich somit nochmal ins Rennen um das internationale Geschäft buxiert, das er beinahe auch noch erreicht hätte. Deswegen ist das ganz klar für mich die Personalie der Saison. Und ich bin schon jetzt gespannt und freue mich, wie das, wenn jetzt Hotze mal eine volle Saison machen darf, wie das dann ausgeht. Ich glaube, mit Wolfsburg ist zu rechnen. Zumal ja in Wolfsburg auch noch, glaube ich, zu an die 20 Verträge auslaufen. Ja. Felix Magath ja dafür bekannt ist, dass er nur Kurzverträge, also Salihamidzic geht, glaube ich, Hitzlsperger, ist der noch da eigentlich? Der ist weißt da, glaube ich, verletzt, aber es ist auch sehr schön, weil Wolfsburg hat jetzt schon 12 Neuzugänge für die nächste Saison. Das kann man sehen auf Transfermarkt, die einfach an Leihspielern, die zurückkommen, die Felix Magath weggegeben hat. Also da wird, und ich erinnere daran, dass Felix Magath auch bei seiner ersten Amtszeit in Wolfsburg in der zweiten Saison die Meisterschaft gewonnen hat und jetzt in Tandem mit Hotze, glaube ich, kann ich mich da nur wiederholen. Und den Millionen von der VW wollen wir nicht vergessen. Ja. Das ist ein bisschen kriegsgrenzig, das gebe ich zu. Der Hotze, der kommt doch, wenn ich richtig informiert bin, kommt doch aus irgendeinem Unterunterausschuss von VW, oder? Nein, der hat für doch gar keinen Zoll- und Steuerwesen. Für Zoll- und Steuerwesen bei VW. Das ist mal eine Solidität. Ja. Und also gerade bei der reichhaltigen sozusagen Akquisepolitik ist natürlich, also ist Fachkenntnis im Zoll nicht das Schlechteste, glaube ich. Dass das so aus Osteuropa hereinschwappt, da sollte man noch mal genauer hinsehen. Der immer die kritischen Nachfragen stellt. Felix, haben wir auch Zoll bezahlt für diesen Spieler? Ja, aber gut. Was hat er jetzt für eine Saison hingelegt? Ich meine, wir haben ja am Anfang der Saison drüber gesprochen. Wir haben uns viel Entertainment versprochen. Er hat es ja auch am Anfang eingehalten, indem er Patrick Helmes, der jetzt angeblich zur EM soll. Ist raus. Den hat er ja irgendwie am Kanal lang geschickt und der sollte da laufen. Aber die haben die Europa League nicht geschafft und das bei den Transferausgaben, Halleluja. Also ich ziehe da eine Negativbilanz. Ja, bis Hotze, bis Hotze kam. Also wenn wir nicht die Rückrundentabelle, sondern mal die Hotze-Tabelle machen, dann wäre das doch schon wieder eine tolle Premium-Tabelle. Die macht Spaß. Ja, Wolfgang Hotze. Ich meine, ja, es ist, was ich doch interessant fand, war der Fall Helmes eben. Fängt auch mit H an beim VfL Wolfsburg. Anscheinend alles, was gut beim VfL Wolfsburg ist, muss mit H anfangen, auch wenn Hitzlsperger noch verletzt ist. Dass Patrick Helmes jetzt wirklich 12 Buden gemacht hat und Joachim Löw hat ihn mit dem Argument herausgenommen, das ist mehr der Grunderspieler. Okay, das ist keiner zum Angreifen. Ja, nein. Totale also, Dominanz. Zum Kontern nicht, aber das ist, finde ich, wirklich, das ist ja eine eigentlich sehr traurige Karriere gewesen, wie er sich da beim Bolzplatzfußball das Kreuzband gerissen hat und dann nicht so richtig ein Bein an den Boden gekriegt hat und gehofft hat, dass es mit Wolfsburg besser wird, bis dann eben Felix Magath kam. Aber es zeigt ja, dass anscheinend ein wirklicher Scorer, wenn ein Hotze kommt und wenn das Umfeld so einigermaßen in Ordnung ist, doch alte Leistungen irgendwie abrufen kann. Und ich finde es schön. Also ich sehe das nicht so. Also für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, Hotze hin oder her, ich halte die Saison vom VfL Wolfsburg auch in Anbetracht der zahlreichen Transfers, die der Wheeler-Dealer ja am Wintermarkt ja noch getätigt hat, für absolut vergurkt. Also, ich glaube auch, dass die Zeit von Felix Magath vorbei ist. Und das deckt sich wieder mit meinen Pfeilchen. Der Felix Magath ist ja auch einer, der eine Mannschaft zu brechen versucht. Bei Helmes war das ja auch so, dass er mit einer brachialen Gewalt diesen Spieler brechen wollte. Und der hat, jetzt können Sie wieder sagen, er ist domestiziert worden und er ist damit wieder zu seiner Leistungsfähigkeit zurückgekehrt. Aber ich glaube, die Zeit von Felix Magath ist aber vorbei. Und das ist halt auch, also Sie würden, auch so ein Trainer. Sie würden wahrscheinlich empfehlen, dass der Hotze dem mal richtig eine verpasst. Vielleicht kann ja Hotze auch, vielleicht hat er ja noch Qualitäten, die keiner kennt und er wechselt auf die Trainerbank. Und wir erstellen da die Hinrunden-Tabelle von die Hotze-Tabelle. Und das ist natürlich totaler Klamauk. Also, und das machen wir ja nicht hier beim Footy Club. Das ist alles totaler Blödsinn. Ich bin gespannt, was im Sommer passiert. Aber der Wheeler-Dealer scheint seine Dämmerung, wie wir sie ja schon mal ausgerufen haben, zu erleben, ne? Naja, also es wäre ja das erste Mal gewesen, dass sich der Footy-Club in irgendetwas irrt, in Sachen Voraussagen und so. Und wo wir bei irren sind und nicht irren können, rufe ich jetzt
meine Herren, den lieben Gott. Fußball! Das ist kein Mädchensport. Ja, das ist mal ein Saisonabschlussfazit, oder? Es ist einfach mal kein Mädchensport. Und wo ich diesen wunderbaren Schlips, den Sie ersteigern können im Internet, für ein paar Dollar oder ein paar Dollar mehr habe, ich lege mit meiner Saisongeschichte noch dieses Wettgel oder aber diese Pomade obendrauf. Das werden Sie nicht glauben. Perfekter Halt, ohne zu verkleben. Stylinggel, ultrastarker Halt. Perfekter ultrastarker Halt für alle Frisuren. Auch für, Für die Frisur eines Mannes, den man in Deutschland unter dem Namen Tim Wiese kennt. Und, der Nationaltorwart. Wenn ich das Gorilla-Tim. Gorilla-Tim, bei Tarzan Erdmann groß geworden, ne? Ist jetzt nur noch Fisch, da kann er schneller fliegen, hat ja aber nicht gereicht. Und man macht uns ja den Vorwurf, dass wir auf die Bundesliga manchmal etwas zu sehr draufhauen. Trotzdem wollte ich noch mal sagen, dass Transfer von Tim Wiese zur 18,99 Euro Hoffenheim meines Erachtens genau der Moment der Saison ist, weil es alles zeigt, was die Bundesliga eigentlich falsch macht. Da ist also Tim Wiese, der geht zur Sportbild, der geht zur Süddeutschen Zeitung, der geht überall hin und sagt, ey, Werder Bremen, okay, das waren jetzt so ein paar Jahre und so, aber immer hinter dieser löchrigen Abwehr die Dinger da rauskratzen, ohne mich, jetzt gehe ich zu einem Champions League Club, ich gehe ins Ausland, ich gehe dahin. Und dann hat er doch, meine Damen und Herren, der Süker Kreiszeitung noch das Interview gegeben, in dem er gesagt hat, ja, ich gehe zu Hoffenheim, aber Real Madrid hat nämlich auch angerufen und eigentlich wollten die mich haben, nicht? Also ich meine, ich rede ja hier mit der Süker Kreiszeitung und der New York Times und ich war schon in Madrid, habe dann aber doch Hoffenheim gesagt. Und ich finde, dass das irgendetwas ist, wo man irgendwie merkt, Anspruch und Wirklichkeit in der Bundesliga klaffen leider so ein bisschen auseinander. Oder gibt es hier Widerworte? Ich würde mich ja sehr freuen, Florian Haupt. Das ist jetzt tatsächlich schwer, Ihnen da, also sowieso fällt es heute sehr schwer, Ihnen in irgendeiner Form zu widersprechen. Ich würde jetzt mal die Züger Kreiszeitung wenigstens in Schutz nehmen, weil das ist eine Zeitung, die da seriöse Berichterstattung rund um Werder Bremen macht und irgendwo ist es doch auch ehrenhaft, dass er sozusagen diese weitreichende Entscheidung auch für Werder Bremen dann in dieser Zeitung verkündet. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, was er sich dabei gedacht hat. Also ich glaube, seine Worte waren ja, er wechselt zu einem Verein, er hat es ja vorher immer schon sozusagen, ich weiß wohin, sag's aber noch nicht, hat das ja immer so ein bisschen verklausuliert, so ein kleines Ratespiel draus gemacht, dann hat er gesagt, ich wechsle zu einem Verein, der dauerhaft Titelambitionen oder irgend sowas hat. Und also Hoffenheim, die werden keinen Titel gewinnen, die werden auch nicht in die Champions League kommen, weil da ist nichts in diesem Team, was irgendwie darauf hindeuten würde, dass das der Fall sein könnte. Also ich glaube, er hat sogar gesagt, nicht nur es gibt, also er hat einen Verein, sondern er hat gesagt, es gibt mehrere Vereine mit Champions League Ambitionen, die da gerade im Rennen sind, und hat daraus so ein großes Tamtam gemacht. Also es war ja nicht nur die Ansage, ich habe jetzt einen dicken Fisch an der Angel, sondern es gibt da mehrere Angebote, aus denen ich wählen kann. Ich glaube einfach, der hat sich verspekuliert. Also ich kann mir das nicht anders erklären. Ich kann mir nur erklären, dass der darauf spekuliert hat, dass wenn er bei Bremen sagt, okay, das war's jetzt, und alle werden sich daran erinnern, wie er damals gegen Juventus Turin diesen noch spektakulären Purzelbaum kurz vor Ende der Spielzeit gezeigt hat. Was ich sicher, daran würden sich alle erinnern, dass daraus ein Gegentor folgte und Bremen dann ausgeschieden war. Zach, geschenkt, und ich glaube, der hat sich einfach spekuliert. Okay. Emerson durfte nochmal, ja, was ich halt sehr faszinierend finde, ist, also dann in der Süker Kreiszeitung und jede Zeitung, die verkauft wird, ist eine gute Zeitung und alle Zeitungen in Deutschland sind gut, nur über Real Madrid zu sprechen, ich meine, wie hat man sich das vorzustellen? Sitzt dann da Iker Casillas und sagt, jetzt kommt aber der Tim Wiese, scheiße, was mache ich jetzt? Ich muss dann mal tatsächlich, wie der Herr Haupt, eine Lanze brechen, auch für die Süker Kreiszeitung, weil die haben zumindest, was die Werder Bremen Berichterstattung anbetrifft, immer noch formidable Kontakte, schon immer gehabt, also in den letzten 10 Jahren zumindest, so lange, wie ich sie abonniert habe. Ich guck auch gerne einfach mal in die Süker Kreiszeitung rein. Nein, und das Angebot von Real Madrid, das hat es tatsächlich gegeben, weil der zweite Torwart von Real
zu José Mourinho gesagt hat, José, ich würde super gern bleiben, aber ich will jeden Sonntag spielen. Und damit ist seine Stelle vakant und die spanischen Medien haben alle kolportiert oder alle berichtet, dass Wiese wohl ein Kandidat sei. Und hey, also worüber reden wir denn? Wir haben Raúl, der wechselt irgendwie in die Wüste, obwohl der erst 33 ist, 32, 33, 35, 34? 34. Also im allerbesten Fußballeralter, ist ja ein ganz vorbildlicher Sportsmann. Weil der dort angeblich für 4 Jahre 34 Millionen kriegt. Der hätte natürlich auch in die Premier League wechseln können. Newcastle hat, glaube ich, ein Angebot abgegeben. Stoke City wohl auch. Für Wiese? Nein, für Raúl. Und Wiese wechselt natürlich, der muss sich entscheiden. Und ich denke, dass Dietmar Hopf auf alle Fälle nochmals das Börslein aufgemacht hat und gesagt hat, jetzt mit dem Markus Babbel, jetzt greifen wir an, weil ja, der kann es nämlich. Genau, aber das doch ist doch jetzt halb traurige Geschichten, aber wir haben eine großartige Geschichte, ja. Wir haben ja eine Wahnsinnsgeschichte. Jetzt kommt Martin Henkel, jetzt rollen wir das Buffet von hinten auf, genau. Herr Ober, geben Sie ein bisschen Geld, ich will genau zahlen. Genau, genau. Mein Magic Moment, an dem war ich selber beteiligt, und zwar war das... ich will es Ihnen zeigen. Meine Nacht, die ich hatte vor der Saison mit Peter Neururer. Sie können sich erinnern. Bitte in die Kamera. Peter Neururer und ich, wir haben uns nachts getroffen. Bei mir. Der Mann verkauft Heizdecken besser als ich. Das war mein Magic Moment, weil mir nämlich Peter Neururer in dieser Nacht etwas verraten hat über den Ausgang der Saison, auf den ich, das habe ich damals auch angesprochen, und zwar, dass Holger Stanislavski zu Hoffenheim passt, wie wir jetzt gesehen haben, Otto Rehagel wahrscheinlich zu Borussia Dortmund, nämlich gar nicht, der wurde entlassen. Außerdem hat mir Peter Neururer in dieser damaligen Nacht verraten, dass Borussia Mönchengladbach die Rolle von Hannover 96 einnehmen wird, und weil wir ja seit dieser Saison 4 Champions-League-Plätze haben, hat es Borussia Mönchengladbach in die Champions League Qualifikation geschafft. Und er hat mir auch geweissagt, dass Borussia Dortmund Probleme bekommen wird mit Mohamed Zidane. Und das hat sich bewahrt, deshalb ist er zu Mainz abgegeben worden. Und er hat mir auch verraten, dass Jürgen Klopp ein großes Problem hat mit Sebastian Kehl, der wird einer wie Ballack, und Jürgen Klopp. Jürgen Klopp hat den Footy-Club gesehen und hat gesagt, ich muss mit dem Sebastian reden. Er hat mit ihm geredet und er hat als Kapitän und als zweite Sechs Borussia Dortmund zum Titel geführt. Deshalb, das ist mein Magic Moment für diese Saison. Wenn ich da kurz einhaken darf, also von wir waren ja bei Real Madrid, und von Peter Neururer gibt es ja das schöne Zitat, wenn wir mal alle zusammennehmen, ne? Taktik, Psychologie, Fitness, alle, ne? Da wäre ich, ne? Aber war Trainer von Real Madrid. prophetischen Gaben sind hiermit auf den Prüfstand und für gut befunden worden. Und vor allen Dingen, was ich da ganz kurz noch hinzufügen möchte, weil gerade der Herr Haupt und auch Sie und auch Sie kein Treffen mit Peter Neururer hatten, haben Sie nämlich in dem kein Treffen mit Peter Neururer, hatten Sie Folgendes geweissagt, falls ich Sie nochmal dran erinnern darf, und zwar Gladbach kommt, okay, da haben Sie vielleicht ein bisschen recht gehabt, in die Euroleague. Na, da habe ich aber gesagt, Hannover geht ab. Okay, hatte ich mich geirrt. Aber was ich ganz sehr schön fand, war, dass Herr Haupt gesagt hat, ich glaube, dass der erste FC Köln eine gute Rolle diese Saison spielen wird. Ringel-IM, der alte Ringel-IM, immer mit dem Zettel. Ja, also, immer ein kleines Zettelchen dabei. Wie definieren wir denn eine gute Rolle? Also, Sie haben gesagt, er spielt spielerisch eine gute Rolle, haben Sie gesagt. Also so irgendwas zwischen Platz 9 und 11. Moment so, mal, aber ich habe jetzt, also wenn wir mit dem großen Fußball reden, habe ich vor allem, war ich derjenige, der hier gesagt hat, wer deutscher Meister wird, als einziger. Das kann ich Ihnen sagen. Sie haben gesagt, Moment. Ich habe das mir heute nochmal von Peter Neururer bestätigen lassen. Das muss aber besser werden mit der Überwachung hier. Florian Haupt sagt, ich glaube, dass Meister der FC Bayern München ist.
Das haben Sie gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Das haben Sie gesagt. Nein, das ist falsch. Doch. Das ist falsch. Wir gucken nach. Ja. Sie haben gesagt, der FC Bayern München, und zwar bei Minute 24:33. Glauben Sie mir. Da haben Sie was verwechselt. Sie haben Dortmund gute Chancen ausgerechnet, aber ich habe es heute aufgeschrieben. Das stimmt nicht. Doch. Nein. Im Gespräch mit Peter Hoss. Ich erinnere, war der große Antagonismus, dass Stefan Osterhaus gesagt hat, Jupp Heynckes wird das alles richten. Und spätestens zur Rückrunde hat dann Florian Haupt gesagt... Vor der Saison, vor dem Spitzenspiel und auch noch vor der Rückrunde. Genau. Habe ich gesagt, ja. Sagen vor der Rückrunde haben Sie nein, gesagt... Nein, auch vor der Saison schon. Ja, aber also gerade ja vor der Saison, so erinnere ich mich auch. Und was ich auch sehr gut erinnere, ist, dass Sie nämlich vor der Rückrunde gesagt haben, die verlieren maximal noch ein Spiel. Die haben kein Spiel verloren. Also da war... Aber dann lassen wir das doch einfach prüfen und wir gucken mal, was der Florian Haupt vor einem Jahr in dem Talk im Foodie Club gesagt hat. Florian Haupt. Es ist sehr schwer, sich zu entscheiden. Es sind exzellente Kandidaten hier genannt worden. Ich gehe dann doch auf eine traditionelle Lösung und sage der FC Bayern. Super Flori Haupt. Die traditionelle Version, das finde ich aus Ihrem Munde sehr ergötzlich. Ja, ich bin Traditionalist. Immer gewesen, ja. Trotzdem hat Florian Haupt mit den meisten Prognosen. Manchmal überrollt mich die Moderne, aber. Also auch die Prognose. Ja. Ich erinnere mich von Florian Haupt noch an den BVB sehr gut und an Gladbach, weswegen ich auch in sämtlichen Kneipengesprächen dieses Jahr ganz gut gefahren bin. Und wo wir gerade bei Prognosen waren, es steht vor der Tür, wenn es denn stattfindet in der Ukraine, Kai Schächtele, wer wird Europameister und warum? Ich habe mich ja noch in viel größerer und bravouröserer Weise hervorgetan als der Experte für Prognosen, die ganz, ganz sicher nicht eintreten. Deswegen sage ich, Portugal wird Europameister. Warum? Weil Cristiano Ronaldo einen Freistoß in der entscheidenden Situation im Halbfinale verwandeln wird, indem er sich hosenscheißerisch wie immer hinstellen wird und verwandeln wird. Nein, nicht in Robbenmanier. In Cristiano Ronaldo-Manier. mit Hosenvollmanier sich hinstellen wird und den entscheidenden Freistoß verwandelt wird im Halbfinale. Und dann werden die im Finale auch gewinnen. Und ich bin mir ganz sicher, dass es so nicht kommen wird. Und deswegen ist meine Prognose Portugal. Martin Henkel. Das hieße ja, dass Portugal spielt ja mit Deutschland in einer Gruppe, dass die Deutschland vorher ausgeschaltet haben. Oder ist Deutschland unterwegs irgendwie verloren gegangen? Ich glaube, dass die Deutschen bei aller Hoffnung, die wir haben, und wir haben ja schon die großen Vergleiche angestellt zu der 72er-Mannschaft, die werden, glaube ich, nicht das abliefern, was wir uns von denen erhoffen. Also ich, so ähnlich, also ich denke, dass Joachim Löw, der will ja Helmes nicht mitnehmen, weil er ja kein Konterfußball spielen will, sondern Dominanzfußball. Das können die Deutschen noch nicht so gut. Opfert diese EM mit Hinblick auf die WM 2014 in Brasilien. Deshalb glaube ich, irgendwo so Viertelfinale werden die ausscheiden. Und Weltmeister wird Griechenland. Weltmeister bei der Europameisterschaft wird Griechenland. Europameister wird Dänemark. Sind die dabei? Die sind sogar in unserer Gruppe. Florian Haupt, etwas seriös bitte jetzt. Ja, ich hoffe natürlich, dass sich die Deutschen nicht verzetteln in ihrer sozusagen ihrer politischen Mission, die sie in der Ukraine jetzt unternehmen, auch wenn es natürlich schön zu hören war, dass wir keine Weltpolizei da sein werden, wie der Bundestrainer gesagt hat. Ich habe so ein ungutes Gefühl, das mich beschleicht, dass die Franzosen eine starke Rolle spielen könnten und womöglich eine Überraschung zu Europameister werden. Aber was haben wir davon zu halten, so viel wie von Ihrer Prognose? Ihr Wort in Gottes Ohr. Ich sage nichts mehr. Ihr Wort in Gottes Ohr. Ringel IM, immer schön ihn am Tisch zu haben. IM Ringel. Haben Sie sich schon mal überlegt, ob das nicht eine berufliche Option? Ich sage, wäre ich nicht von Peter Neururer träume, es ist ja eigentlich immer so, alle sagen Spanien, ich sage, das geht vorbei. Deutschland bin ich mir auch nicht sicher. Jetzt, wo die Briten, also die Engländer, komplett am Boden sind und nicht mal vor Fortuna noch die Geschichte machen kann, warum wir die Besten sind, jetzt, wo Roy Hodgson irgendwie englischer Nationaltrainer ist, werden sie es dann am Ende reißen, wie vielleicht der FC Chelsea auch. Meine Herren, haben wir noch ein Wort? Haben wir noch irgendein Lied zum Abschied dieser Saison? We're living together, we're down on the street, and it's the final countdown.
Heizdecken, Foodie Club, werden Sie Mitglied. Es ist toll, im Foodie Club zu sein. Immer klicken, jede Woche. Hier. Prost, wir gucken dann ein bisschen Fußball. Talk's over.